Ja, zunächst mal von meiner Seite auch wunderschönen guten Morgen. Freue mich sehr über diese Einladung hier heute Morgen. Und wenn ich da kurz drauf eingehen darf, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, ja, mit der Sprache fängt bereits in der Gesellschaft die Mystifikation an. Und die wirkt unterschwellig bei uns Menschen und führt natürlich dort auch dann zu Bewusstseinsprozessen, wie Karl Marx sagt, das Sein bestimmt das Bewusstsein, möchte ich hier nochmal in Erinnerung rufen. Ja, ich verstehe mich so heute Morgen in meinem Vortrag, dass ich hier Alternativen aufzeigen soll zu dem, was wir bisher alle an sinnvollen Alternativen natürlich gehört haben. Aber da stellt sich natürlich immer die Frage, wer setzt denn das eigentlich um? Und wie soll das, was wir heute Morgen bisher gehört haben, wie soll das umgesetzt werden? Wie soll das umgesetzt werden in einer kapitalistischen Ordnung, wo das Lohnprinzip, die Lohnarbeit die entscheidende Ausrichtung für das System ist? Das heißt, die Lohnarbeiter, wie Marx es noch nannte, das Proletariat, soll die Kapitalisten ernähren über Mehrarbeit, über Ausbeutung, über eine entsprechende Mehrwertgeneration, die sich natürlich das Kapital aneignen muss in der Realisation. Und Karl Marx hat es den Salto Mortale genannt, die Realisierung des Mehrwerts, der natürlich immer nur in der Produktion entsteht, der aber in den Märkten dann in der Zirkulationsphase, wie Marx es nannte, realisiert werden soll. Wie soll sich das umsetzen? Und wir erleben ja, dass ja durchaus das Kapital, wenn es in Sachen Umwelt darum geht, die Profitfunktion zum Tragen kommen zu lassen. Das heißt, wenn man mit Umweltproduktion Profite erzielen kann, da hat das Kapital nichts dagegen, sich auch darauf zu setzen, aber es muss sich natürlich dann auch im Profit zeigen. Und solange ich mit Umweltproduktion keinen Profit erzielen kann, wird das Kapital diesen Prozess auch nicht anpacken und ihn auch nicht mal gesellschaftlich annähernd begleiten. Das Kapital ist auch überhaupt nicht bereit, Umweltkosten zu internalisieren in den einzelwirtschaftlichen Kalkulationen. Weil dagegen steht die Lohnarbeit, dagegen steht das Profitprinzip, dagegen steht die Profitfunktion in einer kapitalistischen Ordnung, in der bewegen wir uns. Und ich warne auch davor, weil auch tief in der Linken die Diskussion zurzeit geführt wird, heute Morgen klang das auch zweimal an, wir haben einen finanzmarktgetriebenen Kapitalismus. Also auf der einen Seite haben wir das Industriekapital, auf der anderen Seite haben wir das Handelskapital, das sind die guten Kapitalisten. Und die Finanzkapitalisten, das sind die Bösen. Das ist eine fürchterlich naive ökonomische Betrachtung, sondern wir haben nach wie vor nichts anderes als einen immanenten kapitalorientierten Kapitalismus. Und der will nur eins, der will maximale Profite. Das ist auch völlig klar, das klang ja heute Morgen auch an, dass natürlich an den Hochschulen, auch an meiner übrigens, ich muss mich da auch vielen Angriffen erwehren, weil ich nämlich genau nicht so lehre, dass natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen zu 95% die Profitfunktion lehren und die jungen Menschen dort auch einseitig damit fast eine Gehirnwäsche erhalten und demnach ausgebildet werden. Weil auch natürlich sie nur in der Profitfunktion nachgefragt werden, wenn sie die Hochschulen verlassen. Sie gehen dann in die Unternehmen und da erwartet man natürlich von ihnen nicht, dass sie der Lohnarbeit frönen und die Interessen dort vertreten, sondern natürlich die Profitinteressen vertreten und nichts anderes. Darin manifestiert sich nichts anderes als der tiefe Widerspruch der kapitalistischen Ordnung, die letztlich auf Lohnarbeit basiert und damit auf Aufbeutung, weil nämlich das Überschussprodukt, den Mehrwert, sich der Kapitalist einstreikt und nicht der volle Wert der wahren Arbeitskraft, der besonderen wahren Arbeitskraft zufällt. Und wenn man davon abstrahiert, dann ist man naiv. Dann ist man grausam naiv, weil es nämlich immanent in diesem Widerspruch keine Lösung gibt. Es gibt keine Lösung, das sehen wir allenthalben. Und sollte ich sagen, zum millionsten Mal zeigt uns der Kapitalismus seine hässliche Fratze. Die Krise ist dem kapitalistischen System immanent. Das ist ja eine triviale Feststellung. Wir haben mal gerade wieder, okay, eine schlimme Krise, eine tiefe Krise. Und die Ursache ist klar. Sie basiert letztlich auf der Profitfunktion,
weil das Kapital nimmer satt. Nach der kurzen Phase, der Nachkriegsphase im Zweiten Weltkrieg, federn lassen musste, weil es hier eine Umverteilung von oben nach unten gegeben hat. Die Lohnquoten sind gestiegen, mehr oder weniger weltweit in den hochentwickelten Industrieländern. Wenn die Lohnquoten steigen, dann sinken die Profitquoten und letztlich auch die Profitrate unter der Berücksichtigung von Arbeitsproduktivität und Kapitalintensität. Und das wollte das Kapital nicht mehr. Man hat genug dem Sozialen gefrönt, nachdem der Zweite Weltkrieg beendet war. Die Sozialstaatlichkeit, die in Deutschland in der Verfassung festgeschrieben wird, wird heute in Deutschland mit Füßen getreten. Aber es ist auch völlig logisch, dass natürlich die Proletarier die Kapitalisten ernähren sollen und nicht die Kapitalisten die Proletarier. Und sie haben was dagegen, wenn sie aus ihrem Mehrwert auch die Sozialfunktion bedienen sollen, nämlich über Steuern und Abgaben. Und was daraus geworden ist, sehen wir überall. Das Kapital hat in Verbindung mit der Politik, mit dem staatlichen Überbau. Und wer ist hier im Raum so naiv und glaubt daran, dass der Staat etwas Neutrales ist in parlamentarischen Demokratien? Wir haben eine Parteiendemokratie, die auch unterschiedliche divergierende Interessen verfolgt. Das ist doch völlig klar. Wenn man die, bei uns in Deutschland, die FDP, die Liberalen oder wo sonst auf der Welt wählt, da muss man wissen, welche Interessen man dort wählt. Und ich finde es unerträglich, auch das ist widersprüchlich, dass in Deutschland die FDP bei der letzten Bundestagswahl auf wie viel? 18% der Stimmen, bitte? 18% der Stimmen gekommen ist. Und das am Höhepunkt quasi der Krise. Die neoliberal, marktradikal verursacht worden ist. Wie erklärt sich denn dieser Widerspruch? Sollte ich sagen, die Menschen sind bereits so verdummt, dass sie gar nicht mehr den Wald vor lauter Bäumen im Kapitalismus erkennen? Denn so viel abhängig Beschäftigte gibt es ja eigentlich gar nicht, die dann letztlich den Schlechter wählen, der sie dann natürlich auch entsprechend hinrichtet. Und wir sehen in der jetzigen Krise, das ist eine Weltwirtschaftskrise, und ich mache die Differenzierung überhaupt nicht. Finanzmarktkrise, Realwirtschaft. Die Finanzwirtschaft kann sich nicht, das ist ja nicht mal erstes Semester, kann sich nicht natürlich aus der Realwirtschaft lösen, weil nur in der Realwirtschaft entsprechender Profit, entsprechender Mehrwert produziert wird, der sich dann natürlich in der Zirkulation auch über die Finanzmärkte natürlich realisieren muss. Aber lösen kann sich doch die Finanzwelt von der realen Produktion nicht. Deshalb halte ich überhaupt nichts davon, auch die Banker anzuklagen. Das ist grausam naiv. Und damit die Krise womöglich noch zu personalisieren, die bösen Banker, die uns das eingebrockt haben. Das ist genauso ökonomisch naiv. Sondern es ist eine Krise, eine tiefe Krise, eine immanente Krise der Weltwirtschaft, und zwar der kapitalistischen, vom Kapital getriebenen Wirtschaft. Und so müssen wir sie auch angehen, so müssen wir sie begreifen und so müssen wir sie auch entsprechend bekämpfen. Wenn man hier nach Alternativen fragt, dann stelle ich mal die Frage, wo ist denn hier die internationale Solidarität der Arbeiterklasse, des Proletariats weltweit? Wo ist denn zurzeit die Solidarität mit den Kolleginnen und Kollegen in Griechenland? Wo stehen denn die deutschen Arbeitnehmer, jetzt gebrauche ich auch hier den Begriff, die abhängig Beschäftigten auf oder die in Österreich und erklären sich solidar? Die kämpfen da gerade vielleicht ihren letzten Kampf. Ich kann das nicht erkennen, dass hier auch nur annähernd eine Solidarität greift. In den deutschen Fabriken sagen eher die deutschen Arbeiter, die faulen Griechen. Wir sollen immer mehr zahlen für diese faulen Griechen, das wollen wir nicht. Wir wollen im Grunde genommen das Mehrwertprodukt offensichtlich, wenn man zu Ende denkt, das weiter die deutschen Kapitalisten bekommen. So naiv denkt auch hier der abhängig Beschäftigte in den anderen Ländern. Es gibt keine Solidarität. Es gibt keine Solidarität innerhalb der Arbeitnehmerschaft, innerhalb der abhängig beschäftigten Klasse weltweit, sondern ist auch hier ein tiefes Konkurrenzverhältnis, ein immanent kapitalistisches tiefes Konkurrenzverhältnis. Gerade wir Deutschen, wir haben unter Berücksichtigung des Euros die Welt niederkonkurriert. Wir sind über zig Jahre Exportweltmeister oder jetzt Vize-Weltmeister
nach China. Damit haben wir in Europa vor allen Dingen den Krisenprozess massiv befeuert durch die Ungleichgewichte, indem wir gigantische Leistungsbilanzüberschüsse erzielt haben, auf Kosten der anderen. Wir haben, obwohl wir Massenarbeitslosigkeit nach wie vor in unserem Land haben, massiv Arbeitslosigkeit zusätzlich aufgrund der Leistungsbilanzüberschüsse exportiert. Das ist nicht solidar. So kann man keine Lösung herbeiführen in Europa. So graben wir uns im Gegenteil immer tiefer in die Krise rein. Und das Kapital, wir haben es heute Morgen schon mehrfach gehört, natürlich, da hängen draußen die Plakate. Diese Umverteilung im Einkommen und Vermögen. Ja, das war doch gewollt. Das war doch gewollt von den Neoliberalen. So sind sie Mitte der 70er Jahre angetreten, nachdem sie den Prozess der Umverteilung von oben nach unten umkehren wollten, von unten nach oben. Und ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch, ihr Neoliberalen. Ihr wart 100% erfolgreich. Denn wenn man etwas beurteilt, zielorientiert beurteilt, ich stelle ein Ziel aus, gebe ein Ziel aus, und macht dann Soll-Ist-Vergleich nach bestimmten Jahren und stelle dann fest, Ziel 100% erfüllt oder sollte ich sagen, übererfüllt. Damit hat man aber leider die Welt angesteckt. Leider die Welt angesteckt. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, was hier an Therapie läuft, dann läuft es mir als Ökonom eiskalt den Rücken runter. Da ist nichts begriffen, nichts. Auch übrigens bei den Gewerkschaften nicht. In Summe ist hier nichts begriffen, wie man jetzt wirklich die Krise bekämpft. Wir suchen nach Möglichkeiten, ob das jetzt der Fiskalpakt ist, darüber rede ich gar nicht, über so ein dummes Zeug. Oder ob das auch Eurobonds sind. Auch Eurobonds sind dummes Zeug und bringen keine Lösung, sondern sind im Grunde genommen weiter Umverteilungsprogramm zugunsten der Plutokraten, zugunsten der Geldmächtigen weltweit. Denn was ist denn das eigentliche Problem? Das eigentliche Problem ist, dass aufgrund der Umverteilung in den letzten 30 Jahren immer weniger sehr reich geworden sind, vermögend geworden sind. Aber die brauchen auf der anderen Seite diese Vermögen natürlich den Schuldner, den Kredit. Sonst können sie leider ihr Vermögen nicht verwerten. Ob das die Krise in den USA mit der Immobilie oder was da jetzt in Spanien ab, überall. Sie brauchen letztlich sogar den drittklassigen Schuldner, der gar keinen Kredit hätte eigentlich haben dürfen. Man könnte auch darüber schreiben, den Reichen der Welt sind die Schuldner ausgegangen, die Solventenschuldner, sie finden keine mehr. Und jetzt ist die Krise da und da haben sich geschüttelt die Neoliberalen, mal erschrocken, diese Marktradikalinskis. Und da ist ihnen Keynes wieder eingefallen. Aber nur der vulgäre Keynes, wie John Robinson ihn mal genannt hat, der Bastard-Keynesianismus mit dem Deficit-Spending. Jetzt war der Staat wieder gut genug, weil die Reichen und Vermögenden ihr Vermögen eben nicht entwertet sehen wollten. Sie stecken unter einer Decke mit den Politikern in den Parlamenten. Und denen hat man suggeriert, macht eine Umbuchung. Wacht nicht, unser Vermögen anzugehen, macht eine Umbuchung und bucht alles an Krise, bucht es bitte aufs Konto Staatsverschuldung. Und sie haben die Hacken zusammengeschlagen, haben gehorcht und da haben sie es hingebot. Und jetzt fällt ihnen im Grunde genommen die Staatsverschuldung vor die Füße. Und jetzt haben wir offenbar eine Staatsverschuldungskrise. Wie dumm muss ich eigentlich sein? Wie dumm muss ich eigentlich sein, um so einen geistigen Dünnschiss, um so etwas überhaupt zu glauben? Wie dumm muss ich da eigentlich sein? Und jetzt ist klar die Therapie. Jetzt ist klar, jetzt forcieren sie den Neoliberalismus, indem jetzt das Staatliche endgültig platt gemacht werden soll. Der Sozialstaat, öffentlichen Dienst, schmeißt die Leute raus, senkt weiter die Löhne, macht weiter Lohndumping. Das sind deren Therapievorstellungen. Und sie machen im Grunde genommen von der staatlichen Seite begleitet sozusagen einen Bürgschaftsrahmen, eine Betriebswirte würden das nennen, eine Diversifikation des Risikos. Und das ist auch der Eurobond letztlich, eine Diversifikation des Risikos. Ihr Schwachen, ihr Schwächsten, holt euch doch alle Länder zusammen, macht einen Rettungsschirm, jetzt mit dem ESM, 700 Milliarden, dann kriegt ihr Schwachen, ihr Griechen, ihr Spanier, demnächst womöglich Portugiesen nicht zu vergessen, die Italiener noch, und wenn da alles sonst noch fallen wird, dann kriegt ihr auch weiter von uns Reichen, dann geben wir euch gerne weiter den Kredit. Da denkt überhaupt keiner drüber nach. Die Steuern, die sie vorher nicht bezahlt haben, die Reichen und Vermögenden.
Die geben sie jetzt als Kredit den Staaten zurück und kassieren dafür noch Zinsen. Das ist das, was zurzeit abläuft. Und da glauben Politiker, Parteien, dass das die Lösung für die tiefe, tiefe Krise des Kapitalismus ist. Das ist grausam naiv. Grausam naiv. Das ist keine Lösung. Das sind temporäre Palliativmittel, die jetzt zum Einsatz kommen, Linderungsmittel, aber keine Lösung. Und warum ist es keine Lösung? Das ist wie in der Medizin. Wenn ich da zum Arzt gehe, der macht keine saubere Diagnose und sagt mir nicht, ich habe die und die Krankheit und bekämpft nicht die Ursache, sondern verschreibt mir da irgendwelche Pillen, die nicht die Ursache beheben, sondern Linderung vielleicht bringen, dann bin ich immer noch tief krank. Und genauso ist das hier in der Ökonomie genauso zu sehen. Was ist denn dann die Alternative? Ganz einfach. Abschaffung des Kapitalismus ist die Alternative. Ja, sie lachen darüber. Sie sollten vielmehr darüber lachen, zu glauben, immanent im Kapitalismus gäbe es für das, was wir weltweit jetzt in den letzten 30 Jahren verbrochen haben, neoliberal, noch eine Lösung. Die gibt es nicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Da brauchen Sie sich nur mal ein paar ökonomische Indikationen anschauen. Wenn zurzeit weltweit in der Zirkulation 220 Billionen US-Dollar an Finanzvermögen in der Zirkulation sind und nach Anlage suchen. Und das weltweite Sozialprodukt, das heißt das, was wir real, was Menschen real jedes Jahr erwirtschaften, bei 65 Billionen liegt, dann wissen Sie, worüber ich hier rede. Wo soll denn da noch eine Lösung her? Kann mir das einer sagen? Die Ansprüche, die die Reichen und Vermögenden der Welt aus 220 Billionen akkumuliertes Finanzkapital ziehen, in Form von Zinsen, Mieten und Pachten und Profits, die bedeuten das Ende. Das Ende. Das ist nicht mehr darstellbar. Der Kapitalismus ist wahrscheinlich an einen Punkt gekommen, den Marx anders prognostiziert hat, dass er erstickt. Erstickt an seiner eigenen Logik, an seiner eigenen Profitlogik. Und ich bin da mittlerweile sehr skeptisch, auch was die Alternative in Form einer Wirtschaftsdemokratie anbelangt. Natürlich haben wir in der Gesellschaft eine tiefe Dichotomie zwischen staatlichem Überbau, der aber auch nur, ich habe es angedeutet, nur parlamentarisch-demokratisch verfasst ist, über eine Parteiendemokratie. Und da muss man sich auch mal Parteien angucken. Da muss man sich ja auch mal das Wahlverhalten angucken. Da ist ja toll, wenn die Franzosen jetzt einen Sozialdemokraten gewählt haben. Mal gucken, was da wirklich an Politik bei rumkommt. Aber er wird auch Politik nur betreiben können innerhalb der kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten. Da wird er sehr schnell an Grenzen stoßen. Nicht nur in seinem eigenen Land, sondern auch innerhalb Europa und innerhalb der Welt, weil das französische Kapital auch weltweit unterwegs ist und natürlich sich nicht auf französische Staatsgrenzen beschränken lässt. Aber wenn wir es nicht schaffen, nicht einmal schaffen, durch internationale Solidarität, wir sind doch mehr. Bismarck ist mal gefragt worden, warum sind Sie denn so gegen Parlamente, Herr Bismarck? Da hat er zur Antwort gegeben, ja, weil die mehr sind auf der anderen Seite. Die Arbeiter. Stellen Sie sich bloß mal vor, die kommen in die Parlamente und können dann Gesetze machen. Das ist der Untergang des Abendlandes. Wir sind doch mehr. In Deutschland haben wir 36,5 Millionen abhängig Beschäftigte und 4,5 Millionen Selbstständige, davon sind alleine 2 Millionen prekär. Wie können 2 Millionen Unternehmer in einem Land mit 82 Millionen Menschen 36,5 Millionen Menschen vorführen? Kann mir das mal einer hier beantworten? Wie geht das? Denn die Erklärung ist eine einfache, die haben das Kapital. Wie Erich Preise, der große Ökonom in den 20er Jahren, sagte, die haben das Investitionsmonopol. Die können sagen, wann, wo und wie investiert wird.
Und wer darüber verfügt, hat eine unendliche Macht. Das erleben wir gerade in Bochum. Ich komme ja tief aus dem Westen, aus dem Ruhrgebiet, wo harte Arbeit geleistet wird von Menschen, wie überall. Wo wahrscheinlich in Bochum jetzt auch das Werk Opel schließt, nach dem grausigen Befund, den wir schon mit Nokia hatten. Wirtschaftsprüfer haben bei Nokia, im Handyhersteller, festgestellt, da haben 2500 Menschen gearbeitet in Bochum nach Schließung, dass die Profitrate nach Steuern bei 13,5% lag. Und da hat das finnische Kapital gesagt, das reicht uns aber nicht. Frei nach Josef Ackermann, wir wollen noch mehr als 25% erzielen und sind gegen Rumänien gezogen. 4 Jahre gegrast, die Fabrik ist längst wieder geschlossen, sind weiter gegen Osten gezogen. Das ist die Logik des Kapitals. Und da hat sich nichts dran verändert. Nein, sie ist wahrscheinlich in der gesamten Geschichte des Kapitalismus noch nie so scharf, so zerstörerisch gewesen gegen den Menschen und gegen die Umwelt, so wie sich heute das Kapital weltweit generiert und weltweit verhält. Und wo ist da unsere Antwort, frage ich. Wo ist unsere Antwort? Die werden wir nicht hinbekommen, wenn wir sie versuchen, national zu lösen. Nationale Gewerkschaften sind mittlerweile viel zu schwach. In Deutschland schaffen sie es ja nicht mal, in den letzten 20 Jahren überhaupt noch den verteilungsneutralen Spielraum zu generieren. Ja, das ist die Umverteilung. Wo hat die denn stattgefunden? Die hat nicht stattgefunden in den Banken. Die hat stattgefunden in Deutschland, bei Siemens, bei Krupp und Dussel. In der Realwirtschaft, da findet die statt. Wo denn wo sonst? Deshalb auch Occupy-Bewegung. Ich sage, demonstriert nicht nur vor den Banken, demonstriert auch vor Siemens, demonstriert vor Krupp, demonstriert vor der Realwirtschaft, vor den Vorstandsetagen. Da müsst ihr demonstrieren. Denn da hat die Ausbeutung originär stattgefunden. Dort findet Mehrwertproduktion statt. Dort findet die Aneignung statt. Und nicht im Bankensektor. Den Bankensektor braucht das Kapital nur danach, um, wie Marx es sagte, den Salto Mortale sozusagen an den Märkten zu exekutieren. Und Wirtschaftsdemokratie, klar, wenn wir das nicht mehr schaffen, den gesellschaftlichen Unterbau, die Wirtschaft zu demokratisieren, ja, dann sollten wir alle gleich nach Hause gehen, dann war's das. Dann war's das. Die Logik des Kapitals wird dann weiter, und ich befürchte sogar noch schlimmer als bisher, destruktiv und zerstörerisch sein. Das Investitionsmonopol muss dem Kapital genommen werden. Und das geht nur, indem ich wirklich den Produktionsprozess, und dann bin ich auch bei der ökologischen Frage, den Produktionsprozess demokratisiere. Das heißt, dass die Menschen bestimmen, was, wann, wo produziert wird. Und nicht eine kleine gesellschaftliche Kapitalschicht, die dies auch nur tut, um im Kapitalverwertungsprozess eine Akkumulation zu betreiben, indem sie Geldkapital vorschießt, in den Prozess reingeht, und am Ende des Prozesses muss das Geldkapital natürlich größer sein, wie Marx es schon formulierte, als das Geldkapital, was ich vorher reingegeben habe. Und wenn diese Gleichung des Kapitalprozesses, wenn die nicht mehr funktioniert, hört das Kapital überhaupt keine Lust mehr. Auch nur einen Cent irgendwo in eine Produktion zu stecken, dann wird es sofort die Produktion beenden. Und das sogar mit Desinvestitionen. Nokia hat eine Desinvestition in Bochum getätigt von sage und schreibe 38 Millionen Euro. Dann kommen die Betriebswerte aufs Spielfeld und sagen, das hat eine Amortisationszeit in Rumänien von 8 Monaten. Da vernichten wir in Bochum 38 Millionen Euro an aufgebautem Realkapital. Das ist die Logik. Werd endlich wach. Und begreift diese Logik, egal wo ihr beschäftigt seid. Und ich habe eben auch mit Schrecken gehört, ich weiß nicht, wer es gefragt hat, Fachkräftemangel. Das ist genau die Sprache, die Logik des Vorstandes, der dann von Betriebsräten angenommen wird. Die Mystifikation, die da drin liegt. Es gibt 2 wissenschaftliche Studien in Deutschland, eine vom DIW, die ganz klar sagten, Fachkräftemangel gibt es nicht, Punkt. Eine wissenschaftliche Analyse. Wir können dann abhängig Beschäftigte das noch aufnehmen und die Sprache des Kapitals sprechen. Sie machen es doch nur,
Vor dem Hintergrund, weil sie befürchten, dass an Teilarbeitsmärkten es zu partiellen Verknappungen kommt und damit der Lohn steigt. Wir haben die Situation, und Ulla hat es gezeigt in der Grafik für Deutschland, das ist mehr oder weniger gilt das für alle Volkswirtschaften, für hochentwickelte Industriegesellschaften, dass wir in den letzten 40 Jahren eine Schere haben zwischen realer Produktion und Produktivität. Marx hat sie übrigens vorhergesagt. Keynes, der große britische Ökonom, hat sie vorhergesagt. Die kann ich dann natürlich nur lösen, weil ich dann Arbeitskräfte freisetze. So einfach ist das. Wenn die Produktivität stärker wächst als das reale Wachstum, heißt das Arbeitslosigkeit. Ich brauche weniger Arbeitskraft. Ich brauche womöglich mehr Kapitaleinsatz. Marx hat das die organische Zusammensetzung des Kapitals gesagt, die Profitrate womöglich senkt. Das tut sie, weil das Verhältnis aus Arbeitsproduktivität und Kapitalintensität ein schlechteres wird. Also kann ich es nur lösen über die Verteilungsfrage, da muss die Lohnquote sinken. Das ist Ökonomik. Und darauf haben sie auch reagiert, mit eben einer entsprechenden Umverteilung. Aber wenn ich jetzt die ökologische Frage ins Spiel hole, immer mehr wachsen will, dann kann ich das natürlich darüber nochmal befrieden. Wachstum befriedet. Nicht nur das Kapital, auch die abhängig Beschäftigten übrigens, weil sie ein paar Brotgruben abbekommen vom Wachstum. Ist aber keine Lösung mehr. Vor dem Hintergrund der ökologischen Frage, dazu ist eigentlich alles aufgeschrieben. 1972 hat der Club of Rome uns dafür schon die Leviten gelesen. Und wir haben leider nicht gehört, die Welt hat nicht gehört, was 82 der Club of Rome uns gesagt hat. Und wenn wir dann nicht mehr wachsen können aus ökologischen Gründen, dann gibt es nur eine Lösung. Zumindest in den hochentwickelten Industrieländern, in den Entwicklungsländern ist das ein anderes Problem. Die Zeit habe ich jetzt hier nicht. Ich kriege jetzt schon das Zeitzeichen. Aber ein paar Sätze muss ich hier noch mal warnen dürfen, wenn ich nach Linz komme. Dass im Grunde genommen dann es nur eine Lösung gibt. Nämlich Arbeitszeitverkürzung. Da muss ich Arbeit verknappen. Wenn ich Arbeit nicht ins Elend führen will. Wir führen aber zurzeit Arbeit ins Elend, das ist der Lösung Forscher vom Kapital, das müsst ihr begreifen. Die gesamte Prekarisierung, die insbesondere in den letzten 10 Jahren losgetreten wurde, das ist aus Sicht des Kapitals die Lösung für eine Verknappung, die man nicht will über eine sinnvolle Arbeitszeitverkürzung, sondern sagt man, pass mal auf, da arbeitest du jetzt 4 Stunden, du machst 5 Stunden, morgen bist du mal wieder ein Jahr arbeitslos, dann holen wir dich mal wieder. Ich habe das letzte Woche noch im Deutschen Bundestag gesagt bei einer Anhörung. Wissen Sie eigentlich, liebe Volksvertreterinnen und Volksvertreter, was Sie da machen in Deutschland? Erstens reden Sie Arbeitslosenstatistiken schön. Und zweitens haben wir einen Aufschwung im Prekariat an den Arbeitsmärkten. Sagen Sie dann bitte auch, das ist Ihre Verantwortung. Dann sagen Sie dann bitte auch den Menschen, denen Sie heute ein paar Stunden Arbeit geben, dass sie damit in Altersarmut geschickt werden. Denn wer heute Arbeit hat, 40-Stunden-Woche hat, zu 6, 7, 8 Euro Bruttolohn. Da muss man diesen Menschen auch sagen, dass du nichts, aber auch gar nichts zu erwarten hast später einmal an Rente. Das sagen sie aber schon nicht mehr. Da sind sie schon zu feige und das zeigt ihre Komplizenschaft mit den Geldmächtigen der Welt. Wirtschaftsdemokratie, ich habe es aufgeschrieben in den wesentlichen Eckgrößen, ist natürlich nicht nur Mitbestimmung. Auch das wäre naiv. Auf der einzelwirtschaftlichen, auf der mikroökonomischen Ebene. Da ist eine hohe Interdependenz zwischen der Makro-, Meso-, der Marktebene und der Mikroebene. Ich habe dazu ein kleines Thesenpapier. Sie finden es in den Unterlagen. Ich habe jetzt die Zeit nicht mehr, darauf einzugehen. Hätte ich gerne gemacht, dann bräuchte ich noch mal eine Stunde. Aber vielleicht können wir hier in der Diskussion dann, oder können Sie dann auch auf Basis dieses von mir ja ausgehändigten Thesenpapiers noch einige Fragen an mich richten. Und dann sollten wir das diskutieren. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass ich ein bisschen den Saal aufgerüttelt habe. Schönen Dank. Ja, herzlichen Dank. Ich bekomme fast Schuldgefühle, dass ich Sie jetzt unterbrechen habe müssen, aber ich glaube, die Aufrüttelung ist auf alle Fälle gelungen, zumindest wenn ich auf mich achte, auf alle Fälle. Ja, der nächste Teil wird bei Ihnen wieder sein, Herr Brandt, sozusagen wieder die Brücke zu schlagen zu den Zukunftsforen.
Vielen Dank für die spannenden Ausführungen. Ich glaube, der Saal hat eine gute, genug Akustik. Unerwarteterweise, ich hatte Ihren Text gelesen, ich kenne auch Ihre Arbeiten und das offensichtlich, das fand ich jetzt sehr spannend, die Verhältnisse selber nochmal, also die dramatische Zuspitzung zu einer sehr radikalen Diagnose führen. Heinz Bontrup ist ja in der Memorandumgruppe der Arbeitsgruppe für alternative Wirtschaftspolitik auch aktiv, er ist Sprecher. Und ich finde diese Arbeitsgruppe immer, ist eine links-keynesianische, wenn man sie labeln will, Arbeitsgruppe fast zu verhalten. Und auch sozusagen die Fragen von Wirtschaftsdemokratie werden da oft eher so formal und politisch etwas bieder gestellt. Aber das fand ich jetzt wirklich aufrüttelnd. Und nochmal zu sehen, wie ein schon in Deutschland wichtiger heterodoxer Ökonom nochmal sozusagen eine Zuspitzung der Krisendiagnose vornimmt. Ich möchte gar nicht jetzt die vorgesehenen 10 Minuten sprechen, weil ich denke, es ist viel wichtiger, wir kommen ins Gespräch und wir haben ja noch eine Schlussdiskussion und Heinz Bontrup soll dann auch Zeit haben zu antworten. Interessant finde ich den Aspekt, den möchte ich nochmal unterstreichen und das ist ja auch ein bisschen dann oder eine deutliche Erweiterung Ihrer sonstigen Arbeiten. Wirtschaftsdemokratie heißt die Selbstbestimmung der Menschen. Also es ist ein Demokratieverständnis, was deutlich sozusagen über unsere parlamentarischen, repräsentativen, ja in Teilen ja durchaus auch wirtschaftsdemokratischen Prozesse hinausgeht. Und Sie haben auch nochmal gesagt, dass dem Kapital das Investitionsmonopol nehmen, die Menschen sollen bestimmen und das Arbeitszeitargument, das sollten wir sicher in der Diskussion gleich nochmal aufnehmen. Arbeitszeitpolitik bedeutet ja nicht nur eine gerechtere Verteilung noch von Erwerbsarbeit, guter Erwerbsarbeit, sondern bedeutet ja auch, den Menschen wieder mehr Verfügung über ihr Leben zu geben. Also einen Zeitwohlstand, dem Stress zu entrinnen. Einen zweiten Aspekt, den ich, glaube ich, für ganz wichtig halte, ist, was ist die Rolle von Gewerkschaften und Arbeiterkammer? Die, die mich kennen, kennen auch mein Argument. Aus meiner Sicht ist die Diagnose über das von Kollegen Bontrup oder ergänzend, dass die Neoliberalen oder die neoliberale Politik auch einen Diskurswechsel dahingehend geschaffen hat, dass Gewerkschaften, Arbeitnehmervertreterinnen nur noch Partikularinteressen vertreten, nämlich die, die Arbeit haben. Und das gesellschaftliche Allgemeininteresse wird vom Kapital vertreten. Standortsicherung, Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit. Und auf dieses Terrain müssen aus meiner Sicht wieder Gewerkschaften, Arbeiterkammer, weil da geht es ganz zentral auch um demokratische Gestaltung. Also sozusagen wieder zurückkämpfen, die den Anspruch, gesellschaftliche Probleme, Probleme zu bearbeiten, ökologische Art, soziale Art, wirtschaftsdemokratische Art, das wieder auf dieses Terrain zurückzuholen und nicht den Unternehmen zu überlassen. Und mein letzter Punkt, und das ist eine Differenz, glaube ich, zwischen uns oder auch zwischen der ganzen Anlage unserer Zukunftsforen und Zukunftskonferenzen, auch wenn die These stimmt, dass sozusagen die Logik des Kapitals über Menschen hinweggeht, so wäre, glaube ich, ich vereinheitliche das jetzt, ich weiß auch, da gibt es sicherlich unterschiedliche Wahrnehmungen, wäre unsere Herangehensweise aus den Erfahrungen der Menschen und aus den Widersprüchen, die die Menschen leben, versuchen auch voranzukommen. Also was natürlich sollte man eine radikale Diagnose haben, es ist die Krise des Kapitalismus, aber das ist ja politisch noch nicht besonders folgenreich. Also sozusagen die Menschen in ihren Alltagserfahrungen, wenn sie Erwerbsarbeit haben, wenn sie Ängste haben, wenn sie in diesen Widersprüchen leben zwischen sozialen und ökologischen Fragen, auch daran anzudocken und das auch zu bearbeiten und die Menschen da mitzunehmen. Da würde ich jetzt mal verhalten sagen, da ist eine wichtige Differenz zwischen uns und eine wichtige Differenz in der Anlage. Aber die Differenzen zu benennen und die Kontroversen zu benennen, ist ja auch Teil der Zukunftsforen und dieser Zukunftskonferenz. Ich will es dabei schon belassen, weil wir zeitlich etwas in Verzug sind. Würde vielleicht jetzt schon 2 Fragen hinzunehmen und dann Heinz Bontrup in einer ersten Antwortrunde schon die Möglichkeit geben, so was zu sagen.